Wir hätten Ihnen auch gerne die Mannschaft des FC Bayern München so ein bisschen privat vorgestellt. Aber die Uhr, die rast hier förmlich im Bremer Weserstadion. Und Sie wollen ja live sehen, Fußball der Spitzenklasse, so hoffen wir nämlich. Und deshalb erzählen wir, Paul Breitner und ich, Ihnen ein bisschen im Laufe des Spiels über die einzelnen Spieler. Aber mit Sicherheit, Sie kennen ja auch jeden, denn Sie sind sicherlich Fußballexperte und Fachmann genug. Tolle Stimmung hier im Bremer Weserstadion. Über 40.000 Zuschauer bei diesem Finale. Bei diesem Finale, so möchte ich es einmal nennen. Und hier sehen Sie, wie der SV Werder Bremen dieses Spiel bestreitet. Mit der 1 Burdenski, 2 Schaf, 3 Otten, 4 Kutzop, 5 Bruno Petzai, 6 Okodera, 7 Wolter, 8 Votava, 9 Neubart, 10 Burgsmüller und 11 Norbert Meyer. Schiedsrichter, ja, es ist wohl der Beste im Lande. Volker Roth, 44 Jahre alt. Selbstständiger Kaufmann aus Salzgitter, der Mann, der auch demnächst bei der WM in Mexiko pfeifen wird. So, und jetzt bitte schauen Sie auf die Uhr. Anstoß der SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München, der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gegen den Titelverteidiger. Und die Bremer, sie spielen von rechts nach links. Die Bayern haben ihre Stammelf aufgeboten mit Jean-Marie Pfaff im Tor, mit der 2, Norbert Nachtwey, Hans Flügler, Norbert Eder, Klaus Augenthaler ist dabei, Sören Lörbi, Roland Wohlfahrt, Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Michael Rummenigge und Reinhold Matti. Neben mir Paul Breitner, der Sat.1 Fußballexperte, zum dritten Mal Co-Kommentator. Paul, und jetzt ein kurzer Tipp, das heizt so schön immer ein bisschen die Stimmung an. Ich will es lieber nicht tun, weil ich meine, ich bin Bayern-Fan und soll hier ein bisschen unparteiisch sein. Also ersparen wir es bitte. Gut, okay. Also konzentrieren wir uns auf das Spiel. Johnny Otten. Vor 14 Jahren, Paul, da gab es zum letzten Mal so ein echtes deutsches Endspiel. Und zwar, da waren Sie dabei beim 5:1 des FC Bayern gegen Schalke 04 und schossen selbst Tore, ne? Richtig, und das war damals das erste Bundesligaspiel im Münchner Olympiastadion. Es ist vielleicht nicht gut, was der Auge jetzt macht, dass er am Anfang gleich zu viel am Ball steht und sich am Ball aufhält, denn das heizt es nur noch ein bisschen mehr an. Roland Wohlfahrt, Bruno Petzer, den da gebremst, Matthäus, Johnny Otten. Und wieder Bruno Petzai, der Österreicher. Michael Kutzop. Frank Neubart gegen Augenthaler. Da kommt Michael Rummenigge dazu. Paul, das war, so meine ich, ein böses Foul. Das sind die Fouls, die man auf alle Fälle mit einer gelben Karte bestrafen sollte, denn das ist unnötig, von hinten in die Waden reinzurutschen. Und wir haben es gerade in den letzten Spielen auch gesehen, dass ziemlich schwere Verletzungen immer daraus resultiert haben. Ja, es steht natürlich für beide. Hier sehen wir noch einmal die Einspielung, Foulspiel. Da kommt Michael Rummenigge und trifft Frank Neubart. Ja. Okay, er hat zwar den Ball gespielt, aber man braucht nicht so reinrutschen, wie es der Michael da gemacht hat. Ich wollte sagen, die Nerven sind natürlich zum Zerreißen gespannt bei beiden Mannschaften. Werder dreimal Zweiter, das geht auf die Nerven. Das geht sicherlich auf die Nerven, nur wenn die Mannschaft international irgendwann mal eine Rolle spielen will, dann dürfen die Nerven heute nicht eine negative Rolle spielen, denn sonst wird aus dieser Mannschaft nie eine große.
Und hier haben wir die Reservebank, Ersatztorhüter Funk, dann sitzen dort 12 Hermann, 13 Rudi Völler, 14 Franco Dennewitz und 15 Ruhländer. Freistoß für Bremen, Michael Kutzer. Der Ball ist noch warm. Einwurf für Werder durch Thomas Schaaf. Norbert Meyer. Sie sehen, liebe Zuschauer, der Mann mit der Nummer 9, Dieter Hoeneß, er hilft im eigenen Strafraum aus. Ja, dieses Spiel hat natürlich für ein riesen Interesse gesorgt. Willy Lemke hat es vorhin gesagt, auf dem Marktplatz hier wurde die größte Bildschirmschüssel Europas aufgebaut. Dann in der Stadthalle hat die Bild-Zeitung eine große Aktion gestartet. 2 Mark zahlte man Eintritt für die Aktion Ein Herz für Kinder. Die Münchner Abendzeitung veranstaltete ein Fußballfest in der Olympiahalle in München. Und die Nordsee-Zeitung, sie bat alle Fußballfreunde in die Stadthallen von Cuxhaven und Bremerhaven. Und dahin grüßen wir einfach mal. Und wir grüßen auch die Fans auf den Marktplätzen in Göttingen und Hildesheim im Schliersee-Restaurant. Und wir schicken auch Grüße nach Cala Ratigada auf Mallorca, wo man uns sieht. Norbert Nachbar. Augenthaler. Augenthaler. Robsmüller-Petzai. Lothar Matthäus am Ball. Paul, der Lothar sollte eigentlich nicht spielen. Was war los? Ich weiß nichts davon. Ja, wegen seiner schlechten Leistung gegen Bayer Leverkusen. Also ich muss sagen, ich habe am Samstagabend mit dem Udo Lattek noch zusammengesessen und da war nicht davon die Rede, aha, dass er den Lothar eventuell nicht bringen würde. Am Ball Norbert Nachtwey. Eder klärte damit der 4 und Rummenigge hat jetzt Platz da vorne. Sören Lörby. Riesenchance. Oh. Roland Wohlfahrt stand da und verzog ein bisschen drauf. Aber nicht leicht zu nehmen, der Ball. Am Boden Johnny Otten. Zu Fall gebracht von Roland Wohlfahrt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Mittel ist, dass jetzt die Bremer schon 3-4 Mal versucht haben, lange, weite Bälle einfach blind vorne reinzuschlagen. Ich glaube, dazu haben sie zu gute Spieler, dass sie das notwendig haben. Augenthaler. Wieder. Nachbei. Wieder Augenthaler.
gefährliches Spiel am Mann, Roland Wohlfahrt und Norbert Meyer. Da sollte man vielleicht mal was zum Platz sagen. Der schaut zwar relativ gut aus und man hat auch noch versucht, den Platz zu walzen, ein bisschen zu glätten, aber es ist ein katastrophaler Acker trotzdem. Also man sollte vielleicht das bedenken, wenn der ein oder andere Stockfehler, der ein oder andere Fehler beim Stoppen und beim Passen zwischendurch mal passieren kann. So wie es eben jetzt der Fall war beim Putzer hinten drin. Zehn Minuten sind im Bremer Weserstadion gespielt zwischen dem SV Werder und dem FC Bayern München. Spielstand 0:0. Am Ball Sören Lörby. Das typische Bayern-Spiel, Paul Breitner. Ruhe ins Spiel bringen. Rummenigge. Nachtwey. Foul. Foulspiel, ja. Hier ein Blick auf die Bank der Bremer. Man sollte vielleicht dazu sagen, Paul Breitner, seit 33 Spielen hier zu Hause sind die Bremer ohne Niederlage. Lörby. Freistoß für die Bremer. Ja, da schickt der Norbert Meyer den Michael Kutzop weit auf die rechte Seite hinaus. Mit der 8, Miroslav Votava war das. Der Mann, der ja von Atletico Madrid gekommen ist. Und hier die Bayernbank mit Udo Lattek, Egon Cordes. Abseits. Es ist merklich still, Paul Breitner, im Augenblick hier im Weserstadion. Ja, ich glaube, die Bayern haben schon ein bisschen das erreicht, was sie sich für die ersten 15 Minuten vorgenommen hatten, nämlich das Spiel zu beruhigen, das Spiel in den Griff zu kriegen. Und wie du gesagt hast, man merkt es an den Zuschauern. Das Einzige, das sind die Pfiffe gegen den Klaus Augenthaler, was hier zu hören ist. Im Übrigen sehr interessant, dass sich beide Mannschaften sofort mit allen 10 Feldspielern in die eigene Hälfte zurückziehen, wenn der Gegner den Ball hat. Norbert Nachtwey. Okudera. Der fleißige Japaner, der sein vorletztes Spiel für Werder Bremen macht. Ja, das ist einfach schwierig im Mittelfeld zu spielen. Das hat man von Norbert Meyer gesehen. Es ist alles 10 oder 5 oder 10 Meter rechts und links der Mittellinie aufgebaut. Und da kann man schwer riskante Bälle spielen. Sören Lörby,
Eder. Fehlpass Augenthaler, Frank Neubart. Thomas Wolter. Norbert Meyer, das ist seine Entfernung. Ein bisschen zu lange gewartet. Matthäus. Und wieder Nachtwey. Jetzt nach links raus spielen der Augenthaler. Okodera. Volker Roth zeigt Faustspiel an, Freistoß also für die Bremer. Sören Lörby sehen wir da groß im Bild, Paul, er wird den FC Bayern verlassen. Ja, und er wird sicherlich ein ziemliches Loch im Bayern-Mittelfeld hinterlassen, denn der Sören hat sich in den letzten beiden Jahren, wenn man mal von seinem ersten Schwächeren beim FC Bayern absieht, da wird sich in den beiden letzten Jahren doch zu dem Spieler entwickelt, der die Mannschaft beherrscht hat, der das Spiel kontrolliert und bestimmt hat. Und er spielt in der neuen Saison in Monaco. Votava. Otten. Ein schöner Schuss von Johnny Otten und eine ebenso gute Parade von Jean-Marie Papp, die wir hier noch einmal in der Wiederholung sehen. Meyer. Jean-Marie Papp zweimal groß in Aktion, der Belgier, der ja nicht nur deutscher Meister werden möchte, der auch um einen Stammplatz kämpft im belgischen WM-Team. Ja, Paul, das waren die zwei dicksten Dinger für die Bremer. Das waren die zwei dicksten Dinger und hoffentlich kommt mit diesen beiden Torschancen Klasse ins Spiel. Na, Stimmung wäre auch nicht schlecht, also sollte sich schon ein bisschen mehr rühren. Zu den blauen Bayernhosen sollte man vielleicht noch sagen, dass bei diesen Hosen der Aberglaube mitspielt. Aha. Denn immer wenn der FC Bayern nach Kaiserslautern geht, dann spielt die Mannschaft in diesen sozusagen brasilianischen Hosen und sind gut damit gefahren. Und vielleicht, okay, heute werden sie sich sagen, halten wir uns an jeden Zipfel, den wir irgendwie erwischen können. Also man hat es nicht aus Farbenblindheit gemacht, sondern eben aus Aberglauben. Thomas Schaaf treibt da den Ball. Ja, verzogen, ich glaube, Paul, das war das, was Sie vorhin auch richtig bemerkten auf diesem Boden. Das war eine typische Reaktion. Thomas Wolter. Norbert Meyer. Erster Eckstoß für den SV Werder Bremen. 19. Spielminute. Reinhold Matti war da mit der 11 am Ball.
Muss man neu aufbauen über Bruno Petzer. Seite wechseln am besten. Nochmal. Ja, jetzt scheinen sich die Bremer doch allmählich zu fangen, sich in den Griff zu kriegen, sich selbst vor allen Dingen. Und die letzten klaren Minuten haben sie ganz klar beherrscht. Der FC Bayern tut ein bisschen wenig. Er spielt zu langsam von hinten raus. Paul, diese Spiele, die haben sie ja immer besonders gern gespielt, wo es um was ging, wo der Preis sehr hoch war. Ja, diese Spiele, das, ich glaube, die spielt jeder Spieler am liebsten, denn für diese Spiele quält man sich ja das ganze Jahr, für diese Endspiele oder für die Höhepunkte, für Spiele in Hamburg oder vielleicht in Stuttgart auch. Wohlfahrt. Das ist schon kurios gelaufen in dieser Saison. Jetzt ballt sich praktisch eine ganze Fußballsaison hier in einem Spiel zusammen. Obwohl heute Abend nicht die Entscheidung fallen muss. Es ist ja noch ein Spieltag zu spielen und die Bayern spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Bremer müssen zum VfB Stuttgart. Rotaba. Nachtwey. Eder. Petzai gegen Hoeneß. Da hat der Österreicher doch ein bisschen gedrückt. Freistoß für die Bayern. Matthäus Lörbi kommt. Ja, es gibt einen Eckball, den Michael Rummenigge dort erarbeitet hat. Es ist die erste Ecke für den deutschen Meister. Ausführen wird Norbert Nachtwey. Rotaba einen längeren Sport hingelegt und einen Eckball vermieden. Es gibt Einwurf für die Bayern, ausgeführt von Hansi Pflügler. Und der kann werfen, Paul, nicht? Wahrscheinlich bis zum 5-Meter-Raum, ja. Gute Prognose. Matthäus. Eder, Nachtwey. Martin. Doppelpass. Lothar Matthäus hat viel Spielraum, Paul Breitner. Gut, aber er sollte mal auch was auf eigene Faust riskieren. Das ist überhaupt ein Manko des FC Bayern in der ganzen Saison. Es wird zu viel der Ball hin und her geschoben. Es werden zu viele eigentlich unsinnige Pässe gespielt. Und so der Drang aufs Tor, auch mal das, die Bereitschaft zum Risiko, die Bereitschaft zum Zweikampf. Das geht der Mannschaft ab. Und deswegen ist auch selten ein Überraschungsmoment im Aufbau des Spiels. Einwurf durch Johnny Otten.
Norbert Meyer gegen Norbert Nachtmann. Eckball Nummer 2 für die Bremer. ...24 Minuten sind jetzt gespielt. Spielstand immer noch 0:0. Thomas Wolter. Die Chance. Oi, 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 oi. Bruno Petzai. Also bis jetzt können sich die Bayern bei Jean-Marie Favre schon mal bedanken. Der Jean-Marie würde sagen, dafür bin ich ja da. Ja. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, Paul. Es gibt ja einen zweiten Klasse-Torhüter beim FC Bayern. Und zwar den guten Aumann, der jetzt so schwer verletzt nicht mitmachen kann. Wie geht es ihm ganz kurz? Also soweit ich weiß, geht es ihm recht gut. Die Operation und der Heilungsprozess sind bis jetzt sehr, sehr gut verlaufen. Sollte er uns sehen, so grüßen wir recht herzlich und wünschen gute Besserung. Erneuter Eckball. Die fünfte jetzt für die Bremer. Bayern-Versammlung im Strafraum. Dieter Hoeneß ist in der Nähe von Bruno Petzai. Klar, die beiden langen. Matti Lörbi. Matthäus. Reinhold Matti fault da Norbert Meyer. Der kleine Hamburger, der in den letzten Spielen aufsteigende Form bewies. Hier noch einmal in der Zeitlupe. Klares Foulspiel. Wobei es schlimmer ausgeschaut hat, ja, als es eigentlich war. Paul, Sie waren mit Udo Lattek, Ihrem Freund, essen. Und er hat mir gesagt, er habe sehr viel persönliche Gespräche geführt mit seinen Spielern, um sie auf dieses Spiel einzustellen. Ja, essen kann man nicht sagen, denn am Samstagabend hat er eigentlich weniger Appetit gehabt nach dem Spiel gegen Leverkusen. Aha. Aber er hat eben gemeint, dass er Sonntag und Montag versuchen wird, in Einzelgesprächen die Mannschaft aufzubauen und der Mannschaft eben wieder ein bisschen Mut zu machen. Ist gefährlich da hinten. Johnny Otten. Norbert Meyer, Otten. Ja, das ist dieser Platz. Da rutscht ihm der Ball, wie man so schön zu sagen pflegt, über den Stiefel. Norbert Meyer, der gibt ab an Hansi Pflügler. Thomas Schaaf. Weiter, Vorteil. Michael Rummenigge. Jetzt hat er Raum da vorne. Spielt Roland Wohlfahrt den Ball in den Rücken. Ein Einwurf für Werder. Ich muss sagen, Paul Breitner, bisher habe ich von einem Mann besonders wenig gesehen. Von Manfred Buxmüller, der bei Norbert Eder sehr gut aufgehoben ist. Na gut, nur das sagt ja beim Manni nichts. Wenn man den Manni 89 Minuten nicht sieht, er braucht nur eine Chance haben und das ist also seine eigentliche Stärke.
aus einer Chance oder aus einer halben oft nur Tore zu machen oder ein Tor zu machen. Okudera. Votava kommt. Wolter. Da hatten wir gerade Boxmüller. Er wird sehr gedeckt abwechselnd von Flügler und vom Sören Lörgi. Ja, das dauert alles zu lange. Nachtwey. Nun ist eine halbe Stunde im Bremer Weserstadion gespielt. Immer noch 0:0. Kleinerer Punktsieg bisher für Werder Bremen. Drei große Chancen, dreimal Jean-Marie Pfaff in Glanzform. Augenthaler. Oh. Okudera, gibt es Beifall für Werder von den Rängen. Norbert Meyer. Jetzt hat er sich die falsche Seite ausgesucht. Rechts war der Manni Burgsmüller ganz frei. Matthäus. Ja, das war schlecht gespielt, finde ich. Dem haben die Flügel den Ball in den Rücken. Musste abbremsen, war mitten im Lauf. Gegenzug der Werderaner. Thomas Schaaf. Johnny Otten. Hand. Handspiel zeigt Schiedsrichter Volker Roth an. Freistoß und es wird ein blonder Mann ihn gleich ausführen, namens Michael Kutzop, Spezialist für solche Fälle. Norbert Meyer hat den Ball, aber jetzt hat ihn schon Kutzi, wie man ihn hier in Bremen zu nennen pflegt. Schauen wir kurz auf die Uhr, 32. Spielminute. Otto Rehagel zeigt, wo es längs gehen soll. Mit der 4 Michael Kutzer. Kein Abseits, aber da hat der kleine Norbert Meyer keine Chance gegen Jean-Marie Pfaff. Sören Lörbe. Das muss man nicht machen. Nee, das muss man nicht machen. Verstehe ich nicht. Der spielt praktisch nur linker Verteidiger bis jetzt. Ja. Er sollte eigentlich schauen, dass er im Mittelfeld das Spiel in den Griff kriegt. Schön gespielt von Thomas Wolter. Ja, aber ich glaube, da hat der Dieter Hoeneß wirklich den Ball gespielt, oder ja, Paul? Ja. Haben Sie es anders gesehen? Nein, absolut. Hier sehen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Schauen Sie genau hin. Ja, Dieter Hoeneß spielt für mich klar den Ball. Könnte höchstens sein, dass der Thomas Schaaf umgeknickt, na, der Thomas Wolter ist es, dass er umgeknickt ist, aber dem Dieter kann man da absolut keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, er ist noch ziemlich vorsichtig auf den Ball.
gegangen. Tja, ich habe noch einen schönen Satz, Paul Breitner, gefunden von Udo Lattek, der gesagt hat zur Taktik. Da sagt er, die schönste Taktik ist zum Teufel, Spiele werden auf dem Platz gewonnen, schießt man ein Tor, wachsen alle über sich hinaus, kriegt man eins rein, ist alles zum Teufel. Ja, der Udo weiß eben, dass das Gerede um die Taktik genauso bla bla ist, wie der Ball ist rund oder ein Spiel dauert 90 Minuten. Es gehört halt zum Job, viel von der Taktik zu reden, nur die Taktik geht halt immer dann auf, wenn man gewonnen hat. Und die Mannschaft hat sich dann nie an die Taktik gehalten, wenn das Spiel verloren wird. Und was man davon zu halten hat, naja. Gleich drei, vier, fünf Leute Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Manfred Burgsmüller. Okudera. Noch einmal der Japaner. Das, hätte ich fast gesagt, ist genau der Punkt, der für Frank Neubart der richtige ist. Und Hansi Pflügler rettete da. Und es gibt den sechsten Eckstoß. Hier noch einmal in der Wiederholung. Schön, wie Frank Neubart hochgeht, trifft ihn aber wohl nicht richtig. Kann ihn nicht runterdrücken. Ja, da ärgert sich Frank Neubart. Er schaut auf den Schiedsrichter. Ja. Weil er sagt, er hat mich doch von hinten gestoßen, aber was soll der gute Herr Roth pfeifen? Ein Wort zu Frank Neubart, Paul Breitner. Ein Mann, der auch aus Hamburg kam, hier zur Weser, wo der Hamburger SV wieder nicht ein Talent in der eigenen Stadt erkannt hat. Und der hier in Bremen eine erstaunliche Entwicklung genommen hat. Und sicherlich für 1988 für die Europameisterschaft ein absoluter Kandidat sein könnte. Immer wieder Johnny Otten, unermüdlich. Neubart hat da aufgelegt. Ja, die linke Bremer Seite spielt sehr, sehr gut. Mit dem Johnny Otten, mit dem Okudera und auch mit dem Norbert Meyer. Das ist eigentlich die Stärke der Mannschaft im Moment. Ja, Frank Neubart hat da den Ball ans Ohr bekommen. Das tut mit Sicherheit weh. Norbert Eder. Da ist keine Bewegung im Spiel. Alle stehen, alle verstecken sich. Ja, ich muss sagen, da waren die Jungen der deutschen Jugendnationalmannschaft heute Morgen viel lauffreudiger, die wir in Berlin gesehen haben. Da ging, wie man so schön sagt, die Post ab, rauf und runter. Die waren in Bewegung. Und ich weiß, dass Sie uns jetzt zuschauen und ich grüße Sie mal recht herzlich in Berlin. Lerby. Ja, Paul, jetzt sage ich einmal, ich bin bisher von der Art und Weise der Bayern zu spielen enttäuscht. Ja, also streckenweise ist es grausam, was die Mannschaft zusammenspielt. Das hat mit Kontrollieren nichts mehr zu tun, denn das ist nur ein Ballgeschiebe. Das ist aber auch keine Bewegung drin. Wenn man mal über den Monitor hinausschaut, fast alle stehen und der ein oder andere, der läuft vielleicht ein bisschen, aber so geht's halt nicht. Was müsste Werder jetzt tun, um das... Vorchecking spielen. Ja. Vorchecking spielen, also ganz aggressiv angreifen, im Mittelfeld stören und eben dann über die Flügel Druck machen, vor allen Dingen über die linke Seite, über die es sehr, sehr gut läuft.
Wieder Lerby, wieder Jean-Marie Pfaff, das Bild kennen wir ja schon. Norbert Nachtwey. Dieter Bodensky, bisher noch nicht einmal ernsthaft geprüft. Reinhold Matti. Abseits gepfiffen durch Schiedsrichter Volker Roth. Fünf Minuten sind noch im Bremer Weserstadion zu spielen. Und wir sagen 0:0, so lautet das Ergebnis. Leider, liebe Fußballfreunde, haben Sie noch kein Tor erleben können. Ja, den erwischt er leicht noch. Schön. Die gelbe Karte für Klaus Augenthaler. Am Boden Norbert Meyer. Aber ja, er steht schon wieder. ...40.000 jetzt im Bremer Weserstadion, so richtig aufgepeitscht nach dem Foul von Augenthaler, Freistoß Werder. Ja, die Münchner haben nichts zu verlieren, Paul Breitner, wie man so schön zu sagen pflegt. Der FC Bayern hat sicherlich nichts zu verlieren. Die Mannschaft war ja noch vor 14 Tagen oder drei Wochen scheinbar hoffnungslos abgeschlagen und hat auch nur durch Fehler des SV Werder wieder die Chance bekommen, überhaupt noch einmal um die Meisterschaft einzugreifen. Also die Mannschaft kann hier nur gewinnen. Aber bis jetzt merkt man nichts davon. Jabutava und Lothar Matthäus am Boden. Freistoß für Werder. Bruno Petzai. Rechts läuft Michael Kutzop. Jetzt hat er den Ball. Schön gespielt. Thomas Schaaf. Ja, korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Volker Roth. Aber Manni Burgsmüller bei Augenthaler und hat ihn gerannt. Für den langen Libero der Bayern. Nachtwey. Rothaber. Kutzop. Glück da. Burgsmüller. Matti. Noch 120 Sekunden, liebe Fußballfreunde, sind hier im Bremer Weserstadion zu spielen. Spielstand immer noch 0:0 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Abseits, abseits. War vorher schon abseits gepfiffen. Aber da hat man eben wieder den Boden gesehen bei einem guten Rasen. Wäre der Norbert Meyer sicher in der Lage gewesen,
alleine durchzumarschieren, aber so springt der Ball und hoppelt rum, dass man überhaupt nicht weiß, wie man nehmen soll. Votava. Spielminute. Sie sehen den Spielstand eingeblendet. Dieter Hoeneß. Rummenigge. Schön gespielt auf Eder. Schiedsrichter Volker Roth entscheidet auf Eckball. Es ist die zweite Ecke für die Münchner. Und ausführen wird Norbert Nachtmann. Noch einmal Nachtmann. Wird noch einmal flanken. Schiedsrichter Roth wird in wenigen Sekunden abpfeifen. Und hier ist der Abpfiff. 0:0 im Bundesliga-Schlagerspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. Tja, uns hat es nicht so viel Spaß gemacht, denn es hätte eine bessere Partie werden können, aber wir hoffen auf die zweite Halbzeit, wie sicherlich auch Sie, liebe Zuschauer. Und ich rufe mal Ludwigshafen und sage, macht es denn bei euch Spaß? Ja, liebe Zuschauer, ich habe hier DFB-Nationaltrainer Horst Köppel. Herr Köppel, bei Ihrem Spiel heute Morgen um 10.30 Uhr in Berlin, Schülernationalmannschaft, da war mehr Tempo drin, ging auch, glaube ich, um weniger. Warum verhalten sich die Mannschaften so? Ja, ich glaube einfach, dass die Bayern zunächst mal mit dem Unentschieden zufrieden sind. Und man merkt den Bayern einfach an, dass sie international erfahren sind. Sie nehmen das Tempo raus und hoffen natürlich vielleicht dann auf ein Tor. Die Bremer haben vielleicht eventuell Angst, Vorchecking zu spielen, um dann unten zu offen zu sein. Wir haben noch 45 Minuten, warten wir mal ab, was die Mannschaft sich jetzt einfallen lassen. Was hat der Fußballfan zu erwarten von der zweiten Halbzeit? Wird es jetzt alles oder nichts geben von beiden Mannschaften? Ja, es ist immerhin noch ein Spieltag und ist auch noch alles drin, egal wie das Spiel ausläuft. Natürlich, wenn die Bremer gewinnen, sind sie Meister. Und normalerweise erwarte ich von den Veteranen, dass sie jetzt alles auf eine Karte setzen. Soweit Horst Köppel zur ersten Halbzeit hier von dem absoluten Schlager im Weserstadion. Und wir haben für Sie, liebe Zuschauer, eine ganz süße, süße Sache. Ja, liebe Zuschauer, und genau vor 21 Jahren, nämlich 1965, wurden diese beiden Herrschaften, die an meinen Seiten stehen, mit Werder Bremen deutscher Meister. Das war der Mannschaftskapitän von Werder Bremen, Pico Schütz und Max Lorenz. Pico Schütz, kurzer Kommentar zur ersten Halbzeit. Ja, also die Mannschaft hat hervorragend gespielt. Leider hat sie bei drei Schüssen Pech gehabt, beziehungsweise der Pfaff hat sehr gut gehalten. Das ist sehr schwer für Klaus Augenthaler. Können Sie sich in diesen Spieler hineinversetzen? Ja, es ist schwer für ihn, ist eine reine Nervensache, aber ich glaube, er wird damit fertig werden. Max Lorenz, was hat der Werder-Fan von Werder Bremen in der zweiten Halbzeit zu erwarten? Gibt es alles oder nichts? Habe ich vorhin auch schon Köppel gefragt. Ja, alles oder nichts ist jetzt die Frage. Wir haben das schwere Spiel hier erwartet. Wir spielen hier gegen eine ganz, ganz clevere Mannschaft. Die Bayern, die spielen so souverän und ich habe ein bisschen Angst. Aber ich denke, dass der Otto Rehagel den Rudi Völler gleich irgendwann bringt. Vielleicht haut der noch einen rein. Aber wer will heute Abend den Jean-Marie Pfaff bezwingen? Das wird sehr, sehr schwer werden. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie Trainer sind von Werder? Ja, ich würde, was soll ich sagen? Die Mannschaft spielt ja nicht schlecht. Sie spielt vielleicht ein bisschen nervös hier und da. Aber ich würde sagen, haut einen rein, ihr werdet ihr Meister. Das ist wichtig. Bayern sehr clever heute? Ganz, ganz clever. Das haben wir erwartet. Aber ich habe selten eine so clevere Mannschaft in den letzten Jahren gesehen wie Bayern München. Und wer hier heute Abend gewinnt, der wird deutscher Meister. Soweit die beiden deutschen Meister von 1965 und weiter geht's mit dem Meister des Mikrofons, mit Paul Breitner. Und Roman Köster. Der Paul war so überrascht, lieber Peter Glauche,
als Meister des Mikrofons bezeichnet zu werden. Er ist alle, hat alle Meistertitel, nur dieses will er, diesen Titel will er noch sich noch erarbeiten. Ja, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit im Bremer Weserstadion bei der Partie SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Schiedsrichter ist Volker Roth. Und wenn Sie, liebe Fußballfreunde, ganz heiß sind auf Resultate, wenn Sie sie jetzt hören möchten, bitteschön, hier die anderen Halbzeitergebnisse von den anderen Plätzen ganz schnell. Fortuna Düsseldorf führt 2:0 gegen den 1. FC Nürnnberg. Der VfL Bochum 1:0 gegen den HSV. Leverkusen liegt mit 0:1 gegen Stuttgart zurück. Waldhof führt mit 1:0 gegen Köln. Frankfurt liegt zurück gegen Saarbrücken 0:1. Dortmund 0:1 gegen Schalke. Gladbach-Uerdingen 0:0 und Kaiserslautern-Hannover 1:0. Außerdem Spiel Gladbach-Uerdingen sind überall Tore gefallen und wir, Paul, wir hoffen sehnlichst auf ein Tor. Kurze Frage, sind die Bayern jetzt psychologisch gesehen im Vorteil? Sie können auf Bremer Fehler warten? Ja, das tun sie jetzt schon 45 Minuten. Jetzt wird es Zeit, dass selbst mal schauen, ob die Bremer irgendwo mal einen Fehler machen. Im Übrigen sind beide Mannschaften unverändert in diese zweite Halbzeit gegangen. Und ich meine, ich kann dem lieben Max Lorenz nicht so recht geben, wenn er die Cleverness des FC Bayern so rausstellt. Denn zur Cleverness gehört auch, dass man rausfindet, wann man attackiert, wann man mal schnell angreift. Und da haben wir überhaupt nichts gesehen. Schneller Angriff jetzt der Bremer, Wolter, Burgsmüller, Kotzab. Ja, das hat er signalisiert. Udo Lattek, Uli Hoeneß auf der Bank, Egon Cordes daneben, der neue Trainer in Stuttgart. Und jetzt eine Chance. Ja, was heißt Chance? Wenn er den aufs Tor bringt, dann ist es einer der Sonntagsschüsse. Denn der Ball war wahnsinnig schwer zu nehmen. Ich habe heute Morgen so ein tolles Tor gesehen von Thomas Grothwohl in Berlin beim Schülerländerspiel. So ungefähr aus dieser Entfernung hat der junge Mann abgezogen und der Ball landete oben im Winkel. Augenthaler. Wolter. Dieter Hoeneß ist enorm fleißig jetzt. Freistoß. Lörbi, Rummenigge Lörbi. Lothar Matthäus, Nachtwey. Otava. Wieder Wolter. Kodera. Ja, das war ein bisschen viel für den kleinen Japaner, meine ich. Der war bis jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Ja. Wolter. Also hinten rum, ja. Thomas Schaaf scheitert da an Augenthaler. Und jetzt Lörbi.
Johnny Otten gegen Matthäus. Die Bremer Bank, Paul Breitner, was meinen Sie, wird er kommen, der Mann mit der 13, Rudi Völler? Also wenn es so weitergeht, dann werden wir demnächst Sprechchöre Rudi Völler hören. Und die Leute werden ihn wahrscheinlich so fordern, dass der Otto Rehhagel gar keine andere Möglichkeit hat. Vorausgesetzt, die Bremer schießen in den nächsten 5 oder 10 Minuten kein Tor. Botava, Norbert Meyer. Immer wieder die linke Seite. Kutzop. Siebter Eckball für den SV Werder Bremen. Oh, pardon. Da habe ich mich verguckt. Einwurf gab es. Und Neubart. Und oi. Ja, da stand plötzlich der Schomari Pfaff direkt vor ihm. Und er hatte nur noch die Möglichkeit, an den langen Pfosten zu spielen und na, hat dann ein bisschen verzogen. Noch sitzt Rudi Völler auf der Reservebank. Norbert Meyer, Wolter. Thomas Schaaf, Meyer. Okudera gegen Nachtwey. Der Druck der Bremer wird stärker, Paul Breitner. Ja, der Otto Rehhagel wird Ihnen in der Pause schon das Nötige gesagt haben. Vor allen Dingen, dass der FC Bayern heute, zumindest bis jetzt, sicherlich zu schlagen ist. Und jetzt kommt auch mehr Stimmung auf hier im Bremer Weserstadion. Jetzt haben wir die siebte Ecke. Er hat Ihnen sicherlich auch gesagt in der Pause, dass die Mannschaft in der ersten Hälfte zu viel Respekt vor dem FC Bayern gezeigt hat, der heute zumindest und auch bis jetzt absolut überflüssig ist. Derer. Ja, da macht er starkes Spiel.53 Minuten sind jetzt gespielt. Immer noch Spielstand 0:0 im Bremer Weserstadion zwischen dem Titelverteidiger und dem ersten der Fußball-Bundesliga. Lothar Matthäus. Thomas Wolter ist schnell. Thomas Schaaf. Neubart. Dieter Bodensky. Da spielt er mit, der 35-jährige Torhüter, den Sie hier an der Weser das Denkmal nennen.
Hoeneß, Rummenigge, Wohlfahrt. Foulspiel, klare Entscheidung. Roland Wohlfahrt, der Duisburger im Bayern-Trikot, erregt sich da. Diskussion mit Volker Roth. Kurzhoff. Das war einer, Paul. Der hat gut ausgeschaut, ja. Okudera. Er will ja Manager werden in Tokio. Geht zurück in seine Heimat. Seine Familie ist schon in Tokio und er lebt hier bei Freunden. Ein sympathischer Sportsmann, ein guter Profi. Und da die Chance. Jean-Marie Pfaff verhindert erneut das Führungstor des SV Werder Bremen. Wolter, Meier. Ja, und nun, lieber Paul Breitner, ist es mit der Bremer Zurückhaltung doch wohl ein bisschen vorbei jetzt. Ja, das ist ja richtig so. Ich meine, dazu sind die Leute hier im Stadion, dass sie ihre Mannschaft anfeuern. Und anfügen müsste man, dass sich die Bremer super korrekt bis jetzt verhalten, ein ganz tolles Publikum sind. Abgesehen von den Pfiffen gegen Klaus Augenthal, aber wenn man überlegt, was in anderen Stadien los ist, was in so einer Situation in anderen Stadien los wäre, dann muss man wirklich sagen, Respekt vor diesem Publikum hier. Norbert Meyer. Augenthaler. Ja, nun kommt endlich Tempo rein ins Spiel. Farbe. Rechts läuft Norbert Eder. Rummenigge. Und es hat wieder zu lange gedauert, die Bayern waren zahlenmäßig im Vorteil, aber hat der Michael zu lange getändelt. Woran liegt es denn, Paul, dass die Bayern diese Spielart so angenommen haben? Safety first, Sicherheit zuerst. Ja, das kommt daher, dass man zuerst das Spiel kontrollieren will und dass man ein Spiel aufziehen will, wie es die erfolgreiche Mannschaft 70 bis 74 gemacht hat. Der hat auch den Ball gehalten. Das Spiel kontrolliert, allerdings eben dann immer wieder im Entscheidenden, im richtigen Moment in die Tiefe gespielt. Und die Mannschaft hatte halt Leute wie einen Gerd Müller, der eben dann auf diese Chancen warten konnte und sie auch verwertete. Und jetzt kommen diese Pässe in die Tiefe eben nicht. Kurzer. Johnny Otten. Immer wieder Okudera, der Japaner. Hoeneß hilft da hinten aus. Hoeneß im Zusammenspiel mit Matthäus. Der Lothar müsste auch mal alleine gehen. Der müsste mal ein oder zwei Mann ausspielen, was seine Stärke ist. Norbert Meyer sehr stark, gefällt mir jetzt sehr gut. Immer anspielbereit. Kurzhoff. Hansi Flügler kommt da. Lerby, Rummenigge. Nachbei, das ist gefährlich aus Bremer Sicht.
Hansi Flügler. Otto Rehhagel auf Wanderschaft. Das hält ihn schon lange nicht mehr auf der Bank. 60 Minuten sind jetzt gespielt im Weserstadion. Und ich kann Ihnen, liebe Fußballfreunde, immer wieder nur sagen, immer noch 0:0. Leider noch kein Tor gefallen. Freistoß für die Bremer. Botava überlässt die Ausführung Michael Kutzop. Da muss jetzt neu aufbauen. Botava am Boden. Ja, das Spiel geht weiter. Mit Thomas Schaaf. Schiedsrichter Roth pfeift. Ja, da hat Norbert Meyer mit dem Klaus Augenthaler einen kleinen Ringkampf aufgeführt. Und deswegen hat er abgepfiffen. Vorteil weiter. Lerby. Gefährlich. Schiedsrichter Roth gibt Freistoß für Werder Bremen. Otto Rehhagel. Was wird er ihm sagen, Paul? Was wird ihm da ins Ohr flüstern? Schwierig, nicht? Kutzop, Bettsein. Rummenigge. Jetzt wird es ein bisschen farbiger, das Ganze. Reinhold Matti. Matthäus. Schöne Flanke. Und Roland Wohlfahrt. Ja, da fasst sich auch der Trainer an den Kopf. Egon Cordes und Udo Lattek. Hier noch einmal schön zu sehen, wie Lothar Matthäus den Ball hereingibt. Und also jetzt in den letzten 5 Minuten hat sich ein bisschen was getan im Spiel des FC Bayern. Man löst sich jetzt ein bisschen schneller von hinten raus und man greift vor allen Dingen mit mehr Leuten aus dem Mittelfeld an. Abstoß entscheidet Schiedsrichter Volker Roth. Ah! 65 Minuten sind nun gespielt. Klaus Augenthaler. Reinhold Matti. Hoeneß.
Hansi Flügler wird nach rechts spielen, ja, zu Norbert Eder. Nachtwey. Lörby. Matti, Hoeneß, immer noch Hoeneß, da den Boden kann. Nochmal Matti. Ja, die Beine scheinen jetzt allmählich aufzuwachen. Es wird auch langsam Zeit, würde ich sagen. Ja, allerdings. Vielleicht sind die Bayern ein bisschen beruhigt, dass wir übertragen. Denn immer wenn Sat.1 den FC Bayern München live übertragen hat, haben sie nicht verloren. Aber darauf sollten sie sich heute nicht verlassen. Wohlfahrt. Und Dieter Budenski verhindert da die Bayern-Führung. Dieter Budenski, der wohl noch eine Saison dranhängen wird. Thomas Wolter. Ja, und wenn der liebe Otto Rehhagel sich jetzt was einfallen lassen will, dann sollte er, wenn er überhaupt es vorgehabt hat, jetzt allmählich den Rudi Völler bringen, denn die Bayern bekommen allmählich jetzt die Oberhand. Nachtwey. Norbert Meyer. Johnny Otten kommt da. Und erneuter Eckball für die Bremer. Eckball Nummer 8. Ausführen wird Thomas Wolter. Und wieder ist Dieter Budenski weit raus aus seinem Tor. Wohlfahrt Hoeneß. Lörby. Jetzt kommt er einmal über die linke Seite. Rummenigge. Rummenigge. Hoeneß. Ja, Paul, Sie haben recht. Die Bayern gewinnen langsam Zentimeter um Zentimeter am Boden. Ja, es ist jetzt mehr Bewegung drin, es ist mehr Aggressivität drin, mehr Schwung drin. Und ja, die letzten zwei, drei Chancen, die hier geben den Bayern recht. Hier sehen wir eine davon. Petzai klärt da mit dem Kopf. Hoeneß aus dem Hinterhalt. Und der Dieter verzieht. Thomas Schaaf. Frank Neubart. Einwurf für Werder.
Thomas Schaaf. Ja, schau, jetzt geht es so viel schneller. Und jetzt schaltet sich auch auffallenderweise immer der Mann mit der Nummer 6 bei den Bayern ein, Sören Lerby. Ja, ein Unentschieden, Paul Breitner. Da wären die Bayern die Sieger heute hier an dem Abend, oder? Tja, ich meine, so wie die Stuttgarter im Moment in Form sind, würde es für den Samstag sicherlich für den FC Bayern recht gut ausschauen. Auf der anderen Seite, nach dem Spiel gegen Leverkusen und wenn da jetzt nicht noch was passiert, in so großartiger Form sind die Bayern auch nicht, dass die zu Hause gegen die Gladbacher schon gewonnen haben am Samstag. Ich habe die Gladbacher hier gesehen und sie waren stark in der Defensive, aber haben blitzschnell gekontert und haben dann diesen Achtungserfolg erzielt mit dem Spiel 1:1. Norbert Meyer. Tja, Klaus Augenthaler. Das Abwinken mit der Hand sollte ein Kapitän, so meine ich, auch unterlassen. Der Klaus Augenthaler, Paul Breitner, geht schweren Wochen entgegen. Seine Nominierung für Mexiko ist in Frage gestellt. Gut, wobei das Spiel hier unter ganz anderen Aspekten zu sehen ist. Ich glaube, da sollte man nicht jetzt in erster Linie Mexiko mit in Erwägung ziehen, sondern all das, was im Vorfeld passiert ist, im Hinspiel. Und ich glaube, er zieht sich ganz achtbar aus der Affäre. Macht hier kein großes Spiel, aber okay, bis jetzt ist ja hinten noch nichts passiert. Walter. Einwurf für Bremen. Meier. Es war eine Drehung zu viel und da fordern die 40.000 Handspiel, Elfmeter. Wir haben ein Handspiel sehen wollen. Ja, der Hans Pflügel hat den Manni Burgsmüller am Trikot festgehalten. Jetzt gibt es einen Freistoß für die Bayern. 73. Minute und jetzt tut sich wohl etwas. Auf der Bank bei den Bremern. Ja, ich nehme an, Klaus Augenthaler. Foul, gefährliches Spiel von Reinhold Matti. Sie hören sicherlich, liebe Zuschauer, das Rumoren hier im Stadion. Rudi Völler hat soeben die Ersatzbank verlassen und macht sich warm hinter dem Tor von Dieter Bodensky. Er sollte vielleicht nicht zu weit laufen, weil ansonsten ist das Spiel aus, bis er wieder da ist. Matti. Müsste alleine. Ja, da muss er pfeifen, der Volker Roth, das hat man auch getan. Man wird normalerweise die gelbe Karte kriegen. Ja, ja, ganz klar. Na ja, Bruno Petzer hat ja gerade erst ein Spiel pausiert. Vor der Begegnung gegen Gladbach mit 4 gelben Karten, also hat jetzt seine erste. Freistoß, und da sehen Sie Rudi Völler, der am 25. November 1985 sein letztes Bundesligaspiel machte bei der 1:3 Niederlage in München gegen die Bayern nach einem Foul von Klaus Augenthaler so lange pausieren musste. Wobei wir mal dahingestellt lassen sollten, und das sollte man mal ansprechen, ja, ob das Foul der einzige Grund war für diese lange Verletzung.
Lothar Matthäus. Schön, wie er den Ball über die Abwehrmauer der Bremer zirkelte. Hier noch einmal in der Zeitlupe zu sehen. Und Dieter Bodensky lenkt zur fünften Ecke, 15 Minuten vor Spielschluss. Otto Rehhagel bei der Arbeit. 90 Minuten in Bewegung. Der Mann, der hier noch ein Jahr in Bremen arbeiten wird. Zumindest so steht es in seinem Vertrag und was danach kommt. Die Bremer möchten ihn gerne noch auf längere Zeit verpflichten. Willy Lemke, der Manager, sagte mir, er muss nur die Jahreszahl einsetzen. Sauber gespielt von Bruno Petzai. Matthäus. Rummenigge. Na, wo ist jetzt der Rudi? Ja, Rudi Völler macht sich warm, zieht jetzt die Trainingsjacke aus. Ich schildere Ihnen das einmal, liebe Zuschauer. Während unsere Kameras auf dem Spielfeld bleiben. Die Fotografen scharen sich jetzt um den Mittelstürmer der Nationalmannschaft. Und Otto Rehhagel, und Sie sehen hier den Pulk, Otto Rehhagel signalisiert, Rudi Völler wird in dieses Spiel eingreifen. Und Otto Rehhagel kann ihm nur das geflüstert haben, Rudi, viel Glück und mach endlich ein Tor, auf das wir so lange gewartet haben. Und Norbert Meyer verlässt den Rasen. 77. Spielminute. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Otto Rehhagel besagt hat, er soll in den Strafraum reingehen, er soll den Zweikampf im Strafraum suchen, um vielleicht doch irgendwie eine Situation rauszuschinden, die vielleicht zum Elfmeter führen kann. Also in den letzten 13 Spielminuten offizieller Spielzeit Rudi Völler mit von der Partie. Ja, es gibt Freistoß. Manfred Burgsmüller hat da gedrückt. Und Manni Burgsmüller hat da Schlag. Da haben Sie den Mann mit der 13, der normalerweise natürlich nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch hier die Nummer 9 trägt. Jean-Marie Pfaff. Okudera. Burgsmüller, Thomas Schaaf, schön gespielt von Reinhold Matti zu Michael Rummenigge. Udo Lattek. Nörby. Zum ersten Mal taucht der Däne jetzt auf der rechten Seite auf. Und gleich wieder runter. Thomas Wolter.
Mir ist dieser Schachzug von Trainer Udo Lattek, Paul Breitner, nicht ganz klar, warum Søren Ljørby so defensiv heute spielen muss. Ja, das kommt daher, dass der normale linke Verteidiger, der Hans Pflügler, den Frank Neubart mit bewacht und deswegen die ganze linke Seite frei ist. Aber es ist trotzdem unverständlich, dass der Søren sich da hinten reinstellt und wirklich nur Verteidiger spielt und überhaupt nicht aktiv oder kaum aktiv mit ins Spiel eingreift. Denn von da hinten raus könnte er mehr machen. Bruno Petzer jetzt mit nach vorne. Rocodera. Feller. Zehn Minuten noch im Bremer Weserstadion. Immer noch der Spielstand 0:0 zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. Neubart. Oh. Zur Beruhigung der Linienrichter, da Herr Rüben hat schon lange abseits gewonnen. Aber der gute Herr Roth, Paul, hat das Spiel, so meine ich, sicher im Griff. Er gehört auf alle Fälle zu den starken Akteuren des heutigen Spiels. Wobei es natürlich auch nicht allzu schwierig war heute. Okay, man kann jedes Spiel zerpfeifen, aber die Mannschaften haben es ihm nicht schwer gemacht. Rudi Völler, Ballberührung. Buxmüller. Rocodera. Einer der stärksten heute hier. Am Boden Norbert Nachtwey. Also ich muss sagen, dieser Norbert Nachtwey, Paul Breitner, er gefällt mir von seiner Spielart, umgeschulter Stürmer auf den Verteidigerposten. Ich habe in der letzten Zeit immer gute Kritiken über ihn gelesen und habe ihn auch mehrfach beobachtet und immer eigentlich sehr gut gesehen. Er hat im Schnitt eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Und vom Norbert ist es ja so, dass man befürchten muss oder musste, er würde irgendwann mal als Talent, als Riesentalent sterben. Denn was der Junge eigentlich kann, da muss ich sagen, es gibt wenige Spiele in der Bundesliga, die dieses Talent mitbringen. Nur ab und zu macht er halt zu wenig draus. Augenthaler, jetzt geht's zurück zu Jean-Marie Pfaff. Freistoß für die Münchner Bayern. Otto Rehagel ärgert sich erneut. Aber das gehört zu seinem Temperament. Otto Rehagel und Udo Lattek, Paul Breitner, sind keine Freunde, gute Kollegen. Nachdem es vorher ein bisschen Kollegen gab. Ich würde mal sagen, Sie sind Kollegen. Aha. Sie mochten sich ja früher nicht so sehr. Ja, Sie mögen sich heute auch noch nicht recht. Aha. Die Völler, Rocodera. Aber da hat man gesehen, dass der Rudi Völler im Antritt schon wieder ganz schön fit ist. Ja, normalerweise nach
dieser Zeit, circa 7 Wochen, sollte er kaum mehr Schmerzen haben. Petzer jetzt mit vorne. Er stützt sich Augenthaler auf Burgsmüller auf, aber das Spiel geht weiter. Einwurf für die Bayern. 4 Minuten sind noch zu spielen, signalisiert Trainer Udo Lattek. Kontrolle bei uns. Mein Kollege Olaf Lübcke zu meiner Linken signalisiert, stimmt. Immer noch 0:0. Matti. Freistoß. Ja, Paul, wollen wir schon rechnen oder? Nein, rechnen wir noch nicht. Sollen wir noch ein bisschen warten? Nein. Das Spiel ist zu wichtig, da steht zu viel auf dem Spiel, als dass man jetzt schon ein Fazit zieht. Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Klaus Augenthaler, Volker Roth und alle brav zurück. Jawohl, stimmt. Ich schätze einmal, Lothar Matthäus wird schießen. Hui! Schön, hier sehen Sie es noch einmal genau in der Zeitlupe. Und Dieter Wodenski ist da unten. 6. Eckball für die Bayern. Eckenverhältnis jetzt 8:6 für Werder Bremen. Nach 2. Aufgestützt. Das ist immer die Frage, aufgestützt oder untergestellt. Also ich würde sagen, dass das jetzt ein Foul gegen den Auge war, der gar nicht dazu kam zu springen. Ich weiß nicht, wer es da hinten drin war, der einfach einen Buckel gemacht hat. Aber im Strafraum pfeifen halt solche Fouls meistens gegen den Angreifer. Jetzt gibt es einen Freistoß für Werder Bremen. Michael Kutzop. Noch gut 120 Sekunden sind hier zu spielen. Sören Lörby gegen Rudi Völler. Was macht Handspiel, er denn jetzt? Elfmeter. Handspiel, Elfmeter. Und... Also das schauen wir uns nochmal an, weil vielleicht war das nur der Oberkörper. Hier können wir sehen, ja. Nix, Gesicht war das. Nur ins Gesicht ist ihm gegangen. Ist natürlich... Und jetzt? Da verstehe ich wiederum nicht, warum der Linienrichter, der genau auf Ballhöhe steht und der das viel besser sehen hier muss... Hier sehen wir es noch einmal ganz deutlich, ja, in der Zeit. Schauen wir noch mal. 1. Rudi Völler spitzelt den Ball und richtig... Sicht. Der Ball springt Sören Lörby ins Gesicht, doch Schiedsrichter Volker Roth entscheidet auf Elfmeter. Also wozu haben wir da einen Linienrichter, wenn er besser steht und der Schiedsrichter kann es gar nicht sehen, weil der ja eigentlich im Rücken des Spielers sieht, gegen den er jetzt einen Elfmeter, im Rücken des Spielers steht, gegen den er jetzt einen Elfmeter pfeift. So, also Tatsachenentscheidung, Paul Breitner. Ja, Tatsache richtig, ist, dass er ins Gesicht gegangen ist, richtig. Und Tatsache ist nicht, dass er ja. Hand ist. Wir haben es hier deutlich gesehen in der Zeitlupe und nun, wer wird die Nerven haben, diesen Strafstoß auszuführen? Der Elfmeter schießt hier ja der Michael Kutzop. Michael Kutzop, ja. Normalerweise. Es marschiert hinter dem Tor, liebe Zuschauer, das können Sie noch nicht sehen, bereits die Polizei auf. Die Fans sind unruhig. Jawohl, ich sehe Michael Kutzop da vorne im Strafraum. Dieser Schuss
entscheidet die deutsche Fußballmeisterschaft 1985-86. Ist der drin, ist Werder deutscher Fußballmeister. Und Werder Bremen, also ich würde sagen, Ausgleich ist es nicht. So leid es mir für die Werderaner tut, beziehungsweise für die Fans, aber eine Meisterschaft mit... Hier noch einmal in der Zeitlupe. Na, er hat gewartet, bis sich da schon mal der Pfaff bewegt, was er nicht gemacht hat. Und deswegen wusste er jetzt nicht mehr zum Schluss, wo soll er ihn hinschieben. Er hat abgebremst im Lauf. Er wollte den Anlauf verzögern und eben warten, bis sich da schon mal der Pfaff in eine Ecke bewegt. Was er nicht gemacht hat, vielleicht haben wir da miteinander, der Schaumer und ich, zu viel Elfmeter-Erfahrung, dass er weiß, dass er gerade gegen Michael Kutzop, der das praktiziert, der eben wartet, bis sich der Torwart bewegt, dass er das eben da heute ganz besonders nicht gemacht hat. Denn normalerweise springt der Schaumer ja auch immer, schon bevor der den Ball geschossen hat, irgendwo in die Ecke rein. Ja, also wenn das war, wir wollen es ruhig einmal wiederholen, Paul Breitner. Ausgleichende Gerechtigkeit, denn dieser Elfmeter war, wir haben es ganz deutlich in der Zeitlupe gesehen, nicht berechtigt. Ich bin kein Freund davon, die Schiedsrichter an den Pranger der Zeitlupe zu stellen, aber wir haben es deutlich gesehen, dass hier... Und jetzt das Spiel aus. Ja, das Spiel ist aus, liebe Zuschauer. 0:0 heißt es zwischen dem SV Werder Bremen und Bayern München. Es ist also noch nichts entschieden in der deutschen Fußballmeisterschaft 1985-86. Es ist noch alles drin. Und ich gebe mal zu meinem Kollegen Peter Glauche, der hoffentlich zuhören kann in dem Getümmel dort unten auf dem Platz. Hallo Peter. Ja, liebe Zuschauer, ich habe hier bei mir Norbert Meyer. Norbert Meyer, wir haben Sie erst mit dem Elfmeter gesehen? Ich meine die Ausführung. Tja, leider vorbei. Ich sage, größere Chance kriegst du nicht mehr wieder. Musst du reinmachen, nützt nichts. Prognose für das letzte Spiel in Stuttgart, ich meine, die Chancen sind ja immer noch die gleichen geblieben. Ja, wir haben 2 Punkte Vorsprung, aber es wird natürlich verdammt schwer jetzt. Wir hätten es ja jetzt alles klar machen können. Ne? Okay, Roman, erstmal mit dir weiter, ich suche mir mal mehr. Sind diese beiden Mannschaften, Paul Breitner, die beiden, die auch zu Recht dort oben stehen, wenn man das Leistungsniveau bei uns in der Fußball-Bundesliga einmal betrachtet? Ja gut, die Mannschaft, die in den letzten Wochen die besten Spiele gezeigt hat, die beste Form gezeigt hat, ist sicherlich der VfB Stuttgart. Ja, Paul, wir machen gleich weiter. Ich glaube, Peter Glauch hat einen Interviewpartner. Okay, liebe Zuschauer, hier ist Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, was haben Sie gedacht, als der Elfmeter, als der kurz am Anlief? Ich habe mir gedacht, dass so ein ungerechter Elfmeter in Meisterschaft entschieden wird, ist natürlich schade. Man kämpft ein ganzes Jahr, dann kriegt man so einen Elfmeter, wo gegen Sören Lörbig ganz klar gegen die Brust gesprungen ist, der Ball, oder der Rudi hat ihn gegen die Brust geschossen. Und natürlich ist schade, dass der Linienrichter da nichts sagt, der steht 5 Meter nebendran. Und wenn es so weitergeht, dann macht wirklich das Fußballspielen keinen Spaß, wenn so die Meisterschaft halt entschieden worden wäre. Weil wir, glaube ich, haben sehr gut gespielt. Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit Möglichkeiten, die Bremen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung. Haben Sie sich also vorgenommen, jetzt im letzten Spiel, ich meine, in dem Moment, wo der Elfmeter dann daneben war, haben Sie da schon gleich wieder an Gladbach gedacht und an Stuttgart gegen Werder, die Prognose für den letzten Spieltag, das wird ja wahnsinnig spannend. Aber mittlerweile doch mit Vorteilen für Bayern München. Nee, ich muss jetzt sagen, dass wir Vorteile haben. Den Bremen reicht ein Unentschieden und wir haben gegen Gladbach auch noch nicht gewonnen. Man hat es gesehen, die Gladbacher, wie die verbissen gekämpft haben um jeden Punkt hier in Bremen, war ja für uns auch wichtig. Aber ich muss sagen, nach dem Elfmeter war der Gedanke, wieder ins Spiel zu kommen, womöglich die letzten Minuten ohne Gegentor und vielleicht mit dem Tor für uns zu entscheiden noch. Ja, weil wir haben uns eigentlich nicht auf Unentschieden eingestellt und wir wollten eigentlich gewinnen hier. In welcher Phase des Spiels hatten Sie das Gefühl, dass Bayern hier was holen kann, und zwar 2 Punkte? Ja, in der ersten Halbzeit, sage ich ja, waren die Bremer überlegen und in der zweiten Halbzeit hatten wir doch die Möglichkeiten, vielleicht das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Zumal hat der Budenski ein paar Mal hervorragend reagiert, genauso wie unser Schaumer, die Pfaff. Und ich sage, das Ergebnis, glaube ich, geht in Ordnung. Die Psychonummer mit Völler, der hat sich ja dann warm gelaufen. Habt ihr mit einem Auge rausgeschielt? Wann kommt er überhaupt? Ja, wir haben nicht gegen Völler gespielt, wir haben gegen Werder Bremen gespielt. Freilich war das vor den Bremen ganz sicher ein psychologischer Trick sein. Aber den haben wir gar nicht so ernst genommen, dass es ein psychologischer Trick ist, sondern wir haben gegen Bremen gespielt und nicht gegen Rudi Völler. Freilich haben die alles versucht, das Spiel zu gewinnen. In der Olympiahalle in München sind die ganzen Bayern-Fans. Was können Sie denen jetzt zurufen? Ich hoffe, dass ihr uns genauso am Samstag unterstützt wie in den letzten Spielen, die für uns sehr wichtig waren. Und ich hoffe, dass ihr massig erscheint im Olympiastadion, wenn wir alles machen, die Schale weiterhin nächstes Jahr in München zu behalten. Vielen Dank, Lothar Matthäus. Und ich glaube, die Werder-Fans drücken Werder die Daumen. Und ich glaube, wir kriegen eine grün-weiße Invasion von Bremen ins Schwabenland nach Stuttgart. Die Spannung steigt, die Entscheidung fällt am Samstag. Weiter mit Roman Köster.
Ja, die Spannung steigt, Paul Breitner. Und hier bei uns oben in der Kabine wird ein bisschen jetzt umgebaut. Seien Sie ganz beruhigt, liebe Zuschauer, denn es geht um Sie. Wir telefonieren im Augenblick mit Sat1, mit unserer Zentrale. Denn dort gab es beim Gewinnspiel um die tollen Blaupunktpreise über 5000 Anrufe. Das finden wir sehr, sehr toll. Denn wir wollen gleich jene Gewinner herauspicken, die dieses Resultat, was heute hier sich ergeben hat, dieses 0:0, wir wollen diese Gewinner Ihnen noch schnell sagen, während hier die Bayern-Fans dieses 0:0 feiern. Gut, 6 Fernseher gab es zu gewinnen und die gingen an Anita Spinella in Dinkelsbühl, an Peter Hogendijk in Münster, an Heinz Pohl in Düsseldorf, an Gertrud Lünstroth, würde ich sagen, in Warendorf, an Ernst Kellermann in Ingolstadt und der letzte geht nach Wilhelmshaven an Wolfgang Hansen. Ja, Paul, es gab nicht nur tolle Blaupunkt-Fernseher, sondern auch Blaupunkt-Videorekorder und so ein Videorekorder ist ja was ganz Tolles. Der hätte also hier, der war heute hier für uns praktisch der Beweis dafür, dass diese Fußballmeisterschaft irregulär verlaufen werde. Ja, wir haben noch weitere Gewinner und zwar Videorekorder Robert Kaster in Mainz, dann Barbara Opitz-Dach in Gronberg, Karl-Heinz Jänichen in Düsseldorf, Ilse Stojkowski in Neustadt, Bertolt Kirsch in Düsseldorf, Ellen Schröder in Mönchengladbach. Herzlichen Glückwunsch und weiter mit Paul Breitner. Gut, und zu sagen wäre noch, dass diese Lose der Staatssekretär Schleier gezogen hat. Ja, aber nicht nur der Herr Staatssekretär war da, sondern auch die beiden Sat1-Geschäftsführer Jürgen Dötz und Peter Gerlach. Und ich frage mal die Regie, Heinz Falderbaum, hat der Peter noch jemanden gefunden oder hat es den Bremern die Sprache verschlagen? Ja, ich rufe noch einmal Peter Glauche. Hallo Peter. Ja, wir wollten Otto Rehhagel zu einem Gespräch haben. Otto Rehhagel, der machte 2 Schritte in unsere Richtung, kam einen Schritt auf uns zu, ging 3 wieder weg und dann hat er sich überlegt, hat die Schultern hochgerissen. Er war kalkweiß ins Gesicht und er trudelte mehr, als dass er in die Kabinen ging. Ein geschlagener Mann, er hatte den Titel greifbar vor Augen. Hier enttäuschte Fans, man steht ratlos rum und im Grunde genommen zurück zu Roman Köster. Ja, ich finde es immer so schön, wenn der Peter überhaupt nicht mehr ratlos rumsteht. Peter, also vielen Dank für die Arbeit dort unten im Innenraum. Wir sagen jetzt gemeinsam alle 3 auf Wiedersehen hier aus dem Weserstadion in Bremen. Und jetzt muss ich den Paul, bevor ich ihn Richtung München in die Heimat schicke, doch danach fragen, wer wird deutscher Meister? Jetzt darf ich sagen, weil es nicht entschieden worden ist, also ich denke, dass am Samstag der FC Bayern deutscher Meister wird. Denn nach diesem Elfmeter jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Bremer nochmal so reinsteigen können, dass sie das am Samstag noch packen. Dazu sind auch die Stuttgarter zu gut drauf und dazu geht es auch für die noch um einiges. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Fußballtag hier auf Sat1 hatten. Heute Nachmittag mit den erfrischenden Jungs da beim Schülerländerspiel in Berlin zwischen Deutschland und England. Und heute, ja, mit dem Bundesliga-Hit, der nicht so ganz der ganz große Hit geworden ist, aber immerhin, rassiger Fußball war es doch und das Interesse war riesengroß. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit uns. Wir waren für Sie wie immer am Ball. Ihre Fußballmannschaft, Ihre Sportmannschaft von Sat1. Wir sagen Tschüss und grüßen Sie recht herzlich. Machen Sie sich jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Servus.